Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Die Regierung startet heute ein neues Corona-Hilfsprogramm für die Wirtschaft. Darum wird es gleich beim Ministerrat gehen. Ab dem Nachmittag können Unternehmer auf Finanz Online einen Fixkostenzuschuss beantragen. Unternehmen sollen Miete, Strom und Versicherungen zumindest teilweise, je nachdem wie viel Umsatz ihnen entgangen ist, für 3 Monate ersetzt bekommen. Für uns vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz ist Fritz Dittelbacher und zu ihm schalten wir jetzt. Fritz, was wird denn da im Hinblick auf den Fixkostenzuschuss heute noch fixiert? Naja, die Idee des Fixkostenzuschusses gibt es ja schon länger, weil von Anfang an klar war, Unternehmen, die keinen Umsatz mehr haben, haben trotzdem Fixkosten, wie es so schön heißt, weiter. Das heißt, die Miete läuft weiter, die Versicherungsbeiträge laufen weiter. Und das kann natürlich für viele Unternehmen wirklich existenzbedrohend sein. Darum hieß es von Anfang an, es gibt hier einen Zuschuss, damit diese Kosten aufgefangen werden. Allerdings hieß es auch, dieser Zuschuss, der kommt dann, wenn man das Geschäftsjahr abrechnet. Das heißt, in Wirklichkeit wäre es in den meisten Fällen erst nächstes Jahr soweit gewesen. Und das weiß man jetzt, würden viele Unternehmen nicht überstehen. Darum wird es jetzt eine Drittelung geben und eine erste Staffel dieses Fixkostenzuschusses, das wird man heute bekannt geben im Ministerrat. Diese erste Staffel soll schon in wenigen Tagen Anfang Juni überwiesen werden. Da können sich ab jetzt Unternehmen drum bewerben. Und wie gesagt, das erste Geld soll dann in 10 Tagen bereits auf dem Konto der Unternehmer sein. Ein Versprechen, das es vorher auch schon gegeben hat, aber jetzt ist man siegesgewiss sozusagen, dass es diesmal wirklich funktioniert. Was steht im Ministerrat heute sonst noch auf dem Programm? Es kommt schon langsam wieder die Normalität zurück, kann man sagen. Es geht nicht mehr nur um Corona, es gibt auch andere Themen. Ich erinnere an die 2 großen Themen, die es zuvor gegeben hat. Das eine ist der Klimawandel gewesen und davor war es der Brexit. Und sozusagen das andere große Thema des heutigen Ministerrats verbindet diese beiden Themen miteinander. Es geht um Copernicus, das sind Agenturen, Meteorologieagenturen, 2, die in London basiert sind und London, Brexit, hier geht natürlich es zu Ende mit den europäischen Agenturen dort. Und dieses Copernicus-Programm, da arbeiten 250 Wissenschaftler und sind auch gut bezahlt, das soll in die EU zurückgeholt werden, wenn Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist, das heißt in der nächsten Zeit. Und hier wird sich Österreich drum bewerben. Da geht es um Klimawandel, da geht es um die Forschungen dazu. Und das hängt zusammen mit der Europäischen Raumfahrtagentur. Und um diese Agentur bemühen sich jetzt natürlich verschiedene Länder, aber Österreich eben auch. Heute hier im Ministerrat beschließt man die Bewerbung. Da ist noch Zeit hin, bis 1. Oktober muss man sich bewerben und dann werden, wie gesagt, 4, 5 Länder sich drum raufen, kann man ruhig sagen. Aber wenn Österreich das bekommen würde, dann würden schon 250 Leute mit einem guten Einkommen, mit einem guten Budget künftig in Wien sein. Das wäre schon ein Vorteil auch für den Wirtschaftsstandort Österreich und das wiederum schließt ein wenig zur Problematik der Corona-Krise auf. Also da würden Leute kommen, 250 Menschen mit einem Durchschnittseinkommen von 150.000 Euro im Jahr. Das ist nicht wenig. Man verdient nicht schlecht bei der EU und darum bemüht sich da so manche Stadt drum. Wie ist denn derzeit die Stimmung in der Koalition allgemein? Tun sich die Grünen leichter mit, alle Forderungen der ÖVP mitzutragen? Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Sebastian Kurz bei den EU-Hilfen einen anderen Weg gehen möchte als Deutschland und Frankreich? Naja, also auf der europäischen Ebene gibt es da schon unterschiedliche Ansätze, keine Frage. Hier haben die Grünen immer eine andere Linie gehabt in Richtung Eurobonds zum Beispiel. Das heißt, ob die EU gemeinsam Geld aufnehmen kann und dann an die einzelnen EU-Staaten weiterverteilen oder ob das nur die EU-Staaten alleine dürfen, wie es bisher ist. Also diese grundsätzlichen Meinungsdifferenzen gibt es schon immer. Ich glaube aber nicht, dass diese grundsätzlichen Fragen jetzt für schlechte Stimmung sorgen, denn das ist was Grundsätzliches. Da muss eh innerhalb der EU ausgestritten werden. Was derzeit wahrscheinlich schon etwas mehr für Missstimmung sorgt, sind der Konflikt, der zwischen der Bundes-ÖVP und der Wiener SPÖ herrscht, Bezug nehmend auf die Corona-Fälle in diesen Postverteilungszentren und Flüchtlingsheimen in Wien, wo ja
die Bundes-ÖVP in Gestalt des Innenministers recht harsch auch gegen die Wiener Linie anfährt und wo die Grünen eben nicht vergessen, dass sie auch in Wien in einer aufrechten und ganz gut funktionierenden Koalition mit der SPÖ sind und wo man dann schon auch merkt, dass das Gesundheitsministerium auf Bundesebene dann doch ganz anders reagiert und einschätzt die Wiener Aktionen, als es das Innenministerium das macht. Vielen Dank, Fritz Dittelbacher, für diesen ersten Überblick live vom Wiener Ballhausplatz. Sobald es im Bundeskanzleramt losgeht, schalten wir hinüber zum Pressefeuer nach dem Ministerrat. Bevor die Statements aber beginnen, beschäftigen wir uns jetzt noch einmal mit Kunst und Kultur. Andrea Mayer ist heute Vormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als neue Kulturstaatssekretärin angelobt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Ulrike Lunacek an, die vergangene Woche den Hut genommen hat. An ihr haben die Kulturschaffenden des Landes in den vergangenen Wochen zunehmend Kritik geübt. Der Report berichtet gestern über die aktuelle Lage der Kulturnation. Das ist auf jeden Fall eine sehr kompetente und sehr erfahrene Person mit einem großen Netzwerk, was wichtig ist. Sie kennt natürlich als ehemalige Sektionschefin, kennt sie die Regulative in- und auswendig. Also sie würde wissen, was zu tun ist. Mit Künstlern auf Tuchfühlung als Sektionschefin im Kulturministerium. Das weckt Hoffnungen. In vielen anderen Ländern gibt es ja Überlegungen, einen Schutzschirm über die Veranstaltungsbranche aufzuspannen. Und ohne den wird es nicht gehen. Oberste Beamtin der Republik als Kabinettsdirektorin der Präsidentschaftskanzlei. Karriere macht sie zunächst unter roten Kulturministern. Seit gestern ist sie parteifrei. Und ich erwarte mir von jemandem, der auf uns zugeht und sagt, so Leute, wie machen wir's? Wie geht's weiter? Ja? Viele Erwartungen und noch gar nicht im Amt. Die künftige Kulturstaatssekretärin bei ihrem ersten Auftritt heute Vormittag. Viele Baustellen warten auf sie. Die Kulturszene ist aufgebracht. Die Branche liegt wegen der Corona-Krise am Boden. Es fehlt vor allem an Geld. Erste Ansage, unbürokratische Hilfe. Wir müssen Kulturinstitutionen, Kulturinitiativen, die freie Szene absichern, die in diesen schwierigen Monaten keinen Betrieb hatte und jetzt auch langsam wieder ans Öffnen denken kann, aber doch mit einem eingeschränkten Besucherkreis und daher auch mit einer komplett anderen Einnahmensituation. Nicht nur wegen der Finanzen fühlen sich die Kunstschaffenden vernachlässigt. Auch atmosphärisch sind viele Scherben zu kitten. Andrea Mayer hat überzeugt und sie wird auch weiter überzeugen. Und zwar, weil sie sich auskennt in der Kunst- und Kulturszene. 18 Wochen Lunacek, eine Europa-, aber keine Kulturpolitikerin. Die entsprechende grüne Expertin nicht zum Zug gekommen. Ein bisschen ein Wermutstropfen ist es schon. Also ich habe mich schon ein bisschen geärgert. Aber ich habe der Ulrike gleich gesagt, wir werden das gemeinsam machen. Und so wird es auch sein. Schon zu Amtsantritt die ersten Hopperlas. Vorgängerin Ed Stadler überrollt sie mit letzten Personalentscheidungen. Immer wieder verärgert Lunacek die Kulturszene. Ihre Kritik am Literaturnobelpreis für Peter Handke. In der Corona-Krise dann zögerliches und unbeholfenes Agieren. Dennoch braucht es auch einen Abstand zum Publikum. Weil wenn man vor allem laut redet, kann es auch sein, dass dann über Speichel sozusagen auch Viren geschleudert werden. Ja. Lunacek, der schwarze Mond. Die schwarze Aussicht für alle Kulturschaffenden. Die Volksoper seit 2 Monaten im Dornröschenschlaf. Am Montag sind erstmals wieder Bühnenarbeiter im Haus. Kulissen müssen erneuert werden. Im September will der Direktor mit einer Premiere starten. Die genauen Richtlinien fehlen aber sowohl für die Proben als auch für den Spielbetrieb. Für kommende Woche ist ein Erlass des Gesundheitsministeriums geplant. Wir versuchen auch, dass die Ballettkompanie ab jetzt wieder im Hause Training machen kann. Da stehen sie ja auch weit auseinander. Aber wie gesagt, ich glaube, der Herr Vizekanzler hat gesagt, wir sollen ermöglichen, so viel es geht und verhindern, so wenig wie nur nötig. Ja? Und an diesen schönen Satz halte ich mich jetzt, auch an seinen Aufruf, Eigenverantwortung zu zeigen. Ich habe Lust, hier Eigenverantwortung zu zeigen. Die Kinos dürfen bereits am 1. Juli wieder aufsperren. Auch hier weiß man nicht, ob man den Betrieb einigermaßen kostendeckend führen kann. Es wird eine Platzbeschränkung geben, Mindestabstand, Maskenpflicht. Aber wie das genau aussehen muss, ist unklar. Was uns fehlt natürlich, das sind genauere Bedingungen, unter denen wir aufsperren dürfen. Maskenpflicht, ganz entscheidend, gilt es nur beim Betreten und Verlassen, gilt es auch im Saal.
was ich persönlich mir schwer vorstellen kann, dass das besonders praktikabel ist. In Museen sind 10 Quadratmeter pro Person vorgeschrieben. Für Veranstaltungen sei das nicht machbar. Auch die 1 Meter Abstandsregel müsse präzisiert werden. Die Frage ist, wie der genau gemessen wird. Wird er von Nasenspitze zu Nasenspitze gemessen, von Ellbogen zu Ellbogen? Wie ist es nach vorne? Das hat für die meisten Veranstaltungsstätten, das gilt ja nicht nur für die Kinos, sehr große Auswirkungen. Die Wiener Festwochen, jedes Jahr pompös eröffnet, sind bereits abgesagt. Kleine Events werden im Internet gezeigt. Die Verluste durch die Corona-Krise kann die Kulturstadträtin noch nicht beziffern. Subventionen werden trotz Absagen weiter bezahlt. Feiern Sie schon Ihre wiedergewonnenen Freiheiten? Sie hofft auf einen Rettungsschirm ähnlich der Schweiz, die dafür 286 Millionen Franken aufbringt. Zum Beispiel in Bayern gibt es diese Art Mindestsicherung für Künstler und Künstlerinnen. Die haben sozusagen jedem Künstler 1.000 Euro im Monat sofort zugesagt. Und die erreichen die Künstler auch sofort. Das schafft eine große Beruhigung. Das, was bis jetzt beschlossen wurde, erreicht die Menschen nicht. Künstler und Künstlerinnen nehmen in ihren kreativen Prozessen. Kurzer Stromausfall bei der heutigen Pressekonferenz. Die erste und hoffentlich letzte Panne in der neuen Laufbahn von Andrea Mayer. Andrea Mayer ist also heute als neue Kulturstaatssekretärin angelobt worden, und zwar von ihrem ehemaligen Chef, dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, dessen Kabinettschefin sie bis vergangene Woche war. Ingrid Turner ist jetzt wieder zu mir geschaltet. Ingrid, welche Aufgaben erwarten denn die neue Kulturstaatssekretärin jetzt? Ja, die hat schon ganz schön zu tun. Vor allem muss sie den eigentlichen Kulturminister, nämlich Werner Kogler, an Bord holen, quasi für alles, was jetzt in der Kultur notwendig ist. Und dass Werner Koglers Herz eher für die Bundesliga als für die Bundestheater schlägt, das ist kein Geheimnis, das ist auch keine Schande. Deswegen hat er auch eine Kultur- und Kunststaatssekretärin, und zwar eine, die mit der Szene bestens vernetzt ist, wie ja alle Kenner attestieren und wie auch die meisten Reaktionen gezeigt haben. Also die neue Kunst- und Kulturstaatssekretärin sollte sich jetzt ins Zeug legen, um das, was sie gestern noch eher sehr vage angekündigt hat, möglichst rasch in die Tat umsetzen zu können. Sie hatte gesagt, es soll möglichst rasch ein Hilfsprogramm geben. Ob sie sich da an der Schweiz oder an Deutschland orientiert, ist offen. Wir werden es sehen. Es gibt ja, und zumindest darauf kann sie zurückgreifen, einen Fahrplan für die Öffnung der Kulturinstitutionen in Monatsschritten, interessanterweise. Sonst gibt es ja immer 14-Tages-Schritte bei den neuen Öffnungen. Bei der Kultur sind es Monatsschritte. Das beginnt am 29. Mai mit der Möglichkeit, Veranstaltungen für bis zu 100 Personen abzuhalten. Dann geht es im Monatsabstand, also ab 1. Juli, geht es dann rauf auf 250 Personen. Da öffnen dann auch die Kinos. Und dann ab 1. August, wenn ich da kurz auf meine Unterlagen schaue, dürfen dann Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen stattfinden. Also zumindest einmal diese Rahmenbedingungen kann sie vorfinden, und die muss sie jetzt mit Leben erfüllen. Nicht nur der Fahrplan für Kunst und Kultur ist schon in Bewegung, sondern wie es scheint auch der Wahlkampf in Wien. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man die Wortmeldungen des Innenministers und der Wiener Stadtregierung in den vergangenen Tagen aufmerksam verfolgt hat. Stein des Anstoßes, ein neuer Infektionscluster in Wien und vor den Stadtgrenzen. Besorgniserregend nennt Karl Nehammer diese Situation. In Wien weist man die Vorwürfe zurück und bekommt durchaus auch Rückendeckung aus dem Gesundheitsministerium, wie die Zeit im Bild 2 gestern berichtet. Ein neuer Tag, mindestens eine neue Pressekonferenz. Aber dieser Tage verbindet der Innenminister seine Corona-Informationen mit Kritik an der Wiener Stadtregierung. Corona als Wahlkampfthema also. Anlass ist ein großer Corona-Cluster, also vermehrte Infektionen in einem bestimmten Bereich. Der betrifft Wien und Niederösterreich, konkret Postverteilzentren, wo jetzt das Bundesheer aushilft, Asylunterkünfte, ein Obdachlosenheim und einen Kindergarten. Man arbeite zu langsam, es gebe keine Informationen, Hilfe aus dem Innenministerium werde nicht angenommen, so die Kritik des Innenministers. Die ist aber nur an Wien und nicht auch an Niederösterreich gerichtet. Der Wiener Bürgermeister reagiert heute genervt auf die Zurufe aus dem Innenministerium. Wir arbeiten mit dem zuständigen Bundesminister, und das ist der Bundesminister Anschober, der auch nach allen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Falle einer Epidemie auch politisch zuständig ist, sehr gut zusammen. Deshalb fordere ich den Bundeskanzler auch auf, hier für Ordnung zu sorgen in seiner Bundesregierung.
Wir wollen in Wien nicht besser behandelt werden als andere Bundesländer, aber auch nicht schlechter. Doch ist seine Sorge, wie Nehammer betont, um Wien denn berechtigt? Derzeit verzeichnet Wien den Großteil aller Corona-Neuinfektionen. Cluster, wie wir sie gerade jetzt erleben, seien aber normal und erwartbar, meint der Infektiologe. Mit dem Auftreten von Clustern war immer zu rechnen. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass die jetzt immer wieder auftreten. Wichtig ist, dass wir sehen, dass die gut unter Kontrolle sind und auch die AGES da großartige Arbeit leistet bei der Nachverfolgung der Infektionen. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es gegenüber der ZIP 2, die Zusammenarbeit mit Wien funktioniere, wie mit anderen Bundesländern, ausgezeichnet. Und auch der niederösterreichische Landessanitätsstab meldet, die Zusammenarbeit mit Wien funktioniert bestens. Zusammenarbeiten, das sollen auch der Innenminister und die Stadt Wien, mahnt Gesundheitsminister Anschober. Die Bekämpfung der Krise sei wichtiger als Parteipolitik. Auch wenn es beide Parteien bestreiten, der Politikberater hört hier eindeutig Wahlkampftöne. Und das kann in Krisenzeiten auch nach hinten losgehen. Natürlich ist das eine heikle Phase, in die dieser Streit jetzt kommt. Und man muss auch sagen, man darf das nicht übertreiben. Denn wenn übrig bleibt bei der Bevölkerung, dass das übliche politische Hickhack ist, noch mitten in der Corona-Krise und mitten in der wirtschaftlichen Krise, die darf man auch nicht vergessen, dann kann das natürlich auch Probleme mit sich ziehen. Aber es ist natürlich auch so, dass in einer Kampagne, in einem Wahlkampf ebenso agiert wird. Bis zur Wien-Wahl im Oktober könnte es also noch ein langer parteipolitischer Sommer werden. Corona als Wahlkampfthema. Ingrid, wir haben den Politikberater Thomas Hofer gerade dazu gehört. Was ist denn deine Meinung? Lässt sich aus der Pandemie politisches Kapital schlagen? Ja, wenn sich einer mit Wahlkämpfen auskennt, dann ist das Karl Nehammer. Der hat schon mehrere sehr erfolgreiche Wahlkämpfe für die ÖVP geführt. Und es ist davon auszugehen, dass er weiß, auf welche Karte er jetzt setzt, wenn er diesen Konflikt mit der Stadt Wien so hochzieht. Und das tut er, das spürt man bei jeder seiner Aussagen, auch wenn er im gleichen Satz dann immer wieder sagt, es geht überhaupt nicht um Wahlkampf. Es geht sozusagen um ein Hilfsangebot. Das variiert dann auch mal. Einem Tag ist es eine Mahnung an die Stadt Wien, weil die Situation besorgniserregend sei dort. Am nächsten Tag ist es dann ein Hilfsangebot des Innenministeriums. Dann fühlt er sich wieder zuständig dafür. Also er ist da sehr flexibel in seiner Wortwahl, was das betrifft. Aber die Botschaft, die dazwischen durchklingt, die ist schon klar. Die ist ein bisschen, Wien hat die Sache nicht im Griff. Da gibt es so viele Fälle plötzlich. Da halten sich die Leute nicht an Quarantäneauflagen. Da braucht es die Polizei, da braucht es mich, um das Ganze unter Kontrolle zu bekommen. Also das ist schon eine Rolle, die der Innenminister da spielt, die sehr, sehr nach Wahlkampf aussieht, auch wenn er ihr dieses Label nicht geben möchte. Die Stadt Wien stellt sich mit ihren Möglichkeiten dagegen. Und man könnte natürlich auch vermuten, dass es am Ende beiden Seiten zur eigenen Profilierung dient. Das alles geht so lange gut oder gut im Sinne der handelnden Personen, solange diese ganze Situation tatsächlich unter Kontrolle ist. Wenn es wirklich zu sehr, sehr vielen Ansteckungsfällen in Wien kommt, dann wird man sehen, wer da am Ende am längeren Ast sitzt. Aber das möchte man sich eigentlich so konkret am liebsten gar nicht ausmalen. Da bringst du mich aber trotzdem schon zu meiner nächsten Frage. Denn abgesehen von jedem politischen Kalkül, wie groß ist denn die Gefahr, dass aus diesem Infektionscluster eine zweite Infektionswelle wird? Die einen sagen so, die anderen so, muss man diese Frage beantworten. Es gibt Experten, die sagen, mit solchen Clustern war zu rechnen. In einer großen Stadt kommt so etwas immer wieder vor. Und es ist nur ganz, ganz wichtig, dass man dieses Containment erfolgreich bewältigen kann. Das heißt, das Abschließen dieses Clusters, das Erforschen aller jener, die in Kontakt waren mit diesen infizierten Menschen, dass man die in Selbstquarantäne steckt, in Selbstisolation, dass sich die Leute auch daran halten und dass es dann zu keinem unkontrollierten Weitertragen des Virus kommt. Wenn das gelingt, dann sollte das keine große Gefahr sein. Aber es war ja bisher eigentlich ohnehin schon ziemlich erstaunlich, wie wenige Fälle im internationalen Vergleich in einer großen Stadt wie Wien zu verzeichnen waren. Andere natürlich machen sich Sorgen und sagen, wir müssen da jetzt viel großflächiger auch testen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker hat ja gestern erklärt, dass jetzt in sensiblen Bereichen jetzt großflächiger getestet würde, ohne dass es da irgendwelche Anzeichen für Erkrankungen gibt, auch ohne Symptome. Denn was wir auch lernen, ist natürlich, viele Menschen sind infiziert, wissen es gar nicht, weil sie
gar keine Symptome zeigen. Das sind die gefährlichsten Überträger, die gefährlichsten möglichen Überträger, und die will man so schnell wie möglich identifizieren. Zusammengefasst, es gibt keine klare Antwort darauf. Es gibt, die einen fürchten es, die anderen glauben, es im Griff zu haben. Wir können nur mal auf die anderen hoffen, dass die Recht behalten. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick ins Bundeskanzleramt. Dort werden ja in wenigen Momenten Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel erwartet. Die Pulte sind bereits aufgebaut, die Politiker aber noch nicht erschienen. Das heißt, wir müssen uns noch ein klein wenig gedulden. Und wir kommen zur Wirtschaft. Immer noch unsicher ist die wirtschaftliche Zukunft der Austrian Airlines. Heute Mittag tritt der Aufsichtsrat zusammen. Besprochen wird ein Bericht der Wirtschaftsprüfer und wie weit der Auer-Vorstand mit seinen Verhandlungen über Sparpakete und Finanzhilfen bisher gekommen ist. Ein ausverhandeltes Rettungspaket gibt es noch nicht. Die Gefahr der Insolvenz der Airline scheint aber vorerst gebannt. Die Rettungsaktion bei der Auer zieht sich. Anfang der Woche haben die Wirtschaftsprüfer ihre endgültige Entscheidung, ob die Auer eine Zukunft hat, noch einmal verschoben, weil der Plan des Vorstands noch viele Lücken hat. Es fehlen Gesamtlösungen mit dem Betriebsrat, den Lieferanten und mit dem Staat. Die Gespräche laufen weiter, wir kommen Schritt für Schritt voran, aber es ist ein zähes Ringen. Über dieses Ringen muss der Auer-Vorstand heute auch seinem Aufsichtsrat berichten, wo dann auch über die weitere Vorgehensweise beraten wird. Etwas Zeit hat die Auer dabei gewonnen, weil das Unternehmen nun doch länger mit seinen Geldreserven auskommt als ursprünglich gedacht, und zwar bis Mitte, Ende Juni. Bis Mitte, Ende Juni kommt die Auer mit den Reserven durch, und dann, Ingrid? Ja, das ist die große Frage, über die derzeit das dieses von Finanzminister Gernot Blümel zitierte zähe Ringen stattfindet. Erinnern wir uns ganz kurz, um was es geht. Die Auer hat ursprünglich mehr als 700 Millionen Euro Staatshilfe beantragt. Die Regierung sagt dazu, das geht nur unter bestimmten Auflagen. Und diese Auflagen richten, oder die Forderung nach diesen Auflagen, die richtet sich vor allem an die Auer-Eigentümer, nämlich die Lufthansa. Da gibt es eben diesen Konflikt in der Frage, soll man wirklich einem Unternehmen, das einem deutschen Konzern gehört, hunderte Millionen Euro Staatshilfe geben, ohne dafür Bedingungen zu stellen. Das geht nicht, sagt der Finanzminister. Und über diese Bedingungen wird jetzt eben verhandelt. Dazwischen kam eben jetzt einmal die Prognose, die Fortführungsprognose der Wirtschaftsprüfer. Die sieht offenbar besser aus, als Pessimisten befürchtet haben, dass zumindest noch ein bisschen Zeit für die Verhandlungen bleibt. Denn Zeitdruck bei solchen Verhandlungen, die sind natürlich Gift. Dann muss man sich schnell einigen, und schnelle Einigungen sind meistens nicht die besten Einigungen. Wenn man jetzt Zeit gewonnen hat, dann kann man mit der Lufthansa länger darüber sprechen, welche Art von Garantien denn der deutsche Mutterkonzern im Austausch für hunderte Millionen Staatshilfe geben würde. Also das reicht von Standortgarantien bis zu Beschäftigungsgarantien bis zur Diskussion darüber, ob sich der Staat dann auch an der Airline beteiligen soll. Das ist sehr umstritten, aber letztlich auch doch eine Möglichkeit. Was bedeutet denn die Zukunft der Auer für den Wirtschaftsstandort Österreich? Ja, viele glauben, ohne Auer geht es nicht in diesem Land. Es ist wichtig für den Flughafen Wien natürlich, weil die Auer ihren Hub, ihren Heimathafen am Flughafen Wien hat. Das bedeutet nicht nur Arbeitsplätze für den Standort Flughafen. Es bedeutet auch, dass viele Leute dort bleiben oder eben nicht mehr, wenn das nicht mehr so ist. Das bedeutet, dass mit Werft und anderen Dingen, die im Zusammenhang mit dem Heimathafen einer Airline stehen, dass dann vieles absiedeln könnte. Manche sagen ja, warum machen wir dann nicht einen gemeinsamen Hub oder einen gemeinsamen Standort mit Bratislava? Das ist ja ohnehin nur einen Katzensprung entfernt, und das wäre nicht so schlimm, wenn es die Auer hier nicht mehr gäbe, dann kämen halt andere Airlines. Viele sagen aber, wenn es zum Beispiel keine Direktflüge von Wien aus mehr gibt in fernere Destinationen, wenn man immer in Frankfurt, in Zürich oder in München umsteigen muss, wenn man mal über den Atlantik will oder nach Asien, dann würde das den Wirtschaftsstandort nachhaltig schädigen, weil sich Leute diese mühsame Fliegerei über einen Zwischenstopp nicht antun. Also da gibt es viele Pro- und Kontra-Argumente, aber natürlich, es ist auch ein bisschen eine Prestigeangelegenheit, eine Airline zu haben, auf deren Heckflosse sozusagen das Staatswappen prangt, wenn man so will. Das tut es natürlich nicht wörtlich, aber im übertragenen Sinne quasi eine nationale Airline zu haben. Wenn man nur schaut, wie lange zum Beispiel Italien schon um seine Alitalia ringt, weil sie eben Italia heißt,
Und ebenso ringt jetzt Österreich um seine Austrian Airline. Von einer Einigung über finanzielle Hilfen weit entfernt scheinen auch die EU-Länder zu sein. Deutschland und Frankreich haben einen EU-Wiederaufbaufonds über 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, für den erstmals gemeinsame Schulden aufgenommen werden sollen. Bundeskanzler Sebastian Kurz hält davon weniger und will einen Gegenvorschlag präsentieren. Eine neue Einigkeit zwischen der deutschen Kanzlerin und dem französischen Präsidenten bringt einen aufsehenerregenden Vorschlag. 500 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Italien und Spanien, die in der Corona-Krise am meisten gelitten haben. Österreich und einige andere Länder gehen aber nicht mit. Natürlich wollen wir solidarisch sein, aber unser Zugang ist, dass wir mit Krediten helfen wollen und nicht mit einer Vergemeinschaftlichung von Schulden. Ein wiederholtes Nein, obwohl der Hilfsplan angepasst wurde. Was laut Experten einen Unterschied macht, das Geld würde nicht an einzelne Länder fließen, sondern an die EU, die dann auch die Kontrolle hätte. Das Problem mit den Eurobonds war ja, dass man haften sollte, aber keine Kontrolle darüber haben sollte, wofür das Geld verwendet wird. Und hier kann man jetzt über den EU-Haushalt doch erheblichen Einfluss nehmen. Jedes Land haftet nur für einen Teil der Schulden. Bei den Eurobonds sollte ja jedes einzelne Land notfalls für die gesamten Schulden haften. Das ist ein technischer Unterschied, aber ein wichtiger. Nur wenn alle EU-Länder zustimmen, kann das deutsch-französische Hilfspaket geliefert werden. Sebastian Kurz gegen die mächtigsten Länder der EU, Deutschland und Frankreich. Ingrid, wer wird sich da durchsetzen? Spannende Frage. Jedenfalls bewerten die meisten Beobachter des Brüsseler Geschehens diese Einigung, die da zwischen Deutschland und Frankreich erzielt worden ist, buchstäblich als Tabubruch. Denn Deutschland galt als jener Staat, der gemeinsam eben mit Ländern wie Österreich, den Niederlanden und anderen immer gegen eine solche Vergemeinschaftung von Schulden war. Gegen die berühmten Eurobonds, über die wir schon gesprochen haben in der Finanzkrise 2009 oder auch in der großen Griechenland-Krise. Also die Vergemeinschaftung von Schulden zwischen europäischen Ländern, die bedeutet, dass Länder mit hoher Bonität, wie zum Beispiel Österreich, die sich zu sehr günstigen Konditionen verschulden können, dann höhere Zinsen zahlen müssten für ihre Staatsanleihen, weil das Risiko, das andere Länder haben, ein größeres Risiko beim Verschulden, dann über alle Länder quer verteilt würde. So, von diesem Konzept ausgehend gab es immer diese zwei Fronten. Die einen, die gesagt haben, das kann nicht sein. Wie kommen österreichische, zum Beispiel österreichische Steuerzahler dazu, dass sie für die Schulden Griechenlands haften müssen? Und genau dieser Diskussion ist man jetzt ausgewichen mit diesem neuen Konzept, das Deutschland und Frankreich jetzt vorlegen, indem man nicht gemeinsame Schulden aufnimmt und die dann quasi die Länder dann die Risiken tragen müssen, sondern dass man mit diesen Schulden quasi ein EU-Budget bestückt und über dieses EU-Budget können ja alle Mitgliedsländer gemeinsam bestimmen, was dann damit passiert. Und damit erhält sich die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer quasi eine gewisse Handlungsfreiheit und eine Freiheit darüber, was mit dem Geld geschieht, dass man da zu diesen Konditionen dann aufnimmt. Und das ist der große Unterschied zu den ursprünglich geplanten Eurobonds. Dass Sebastian Kurz da noch immer anhaltenden Widerstand leisten möchte, das hat, glaube ich, viele überrascht. Ich bin mir nicht sicher, ob Angela Merkel nicht allmählich ein wenig genervt ist von seinem Widerstand. Aber irgendwie wird sich die Europäische Union ja einigen müssen. Denn dass es ein großes Hilfspaket braucht, daran zweifelt ohnehin niemand. Jetzt müssen sich die Damen und Herren Staats- und Regierungschefs nur bitte möglichst bald darauf einigen, wie es aussehen soll. Sebastian Kurz hat ja angekündigt, dass er einen Gegenvorschlag bringen will. Gibt es schon irgendwelche Hinweise darauf, wie der aussehen könnte? Ja, das ist ganz klar. Da ist er eigentlich auch gar nicht kryptisch, sondern sehr offen. Er sagt, es kann nicht sein, dass das dass Länder, die jetzt besonders leiden in dieser Krise, dass die einfach so Geld bekommen sollen. Es kann sich nur um Kredite handeln. Und welche Konditionen für diese Kredite angesetzt werden, und da ist er jetzt bis jetzt die Auskunft schuldig geblieben. Aber klar ist schon, manche Experten sagen, in Situationen wie diese kann zum Beispiel Italien, die sich jetzt schon schwer tun, auf den Finanzmärkten Kredite zu halbwegs brauchbaren Konditionen zu bekommen, mit noch mehr Krediten ist einem solchen Land in dieser Situation nicht geholfen. Mal sehen, ob Sebastian Kurz eine Idee hat, wie das aus seiner Sicht trotzdem gehen soll.
Unterschiedliche Meinungen gibt es nicht nur bei den finanziellen Hilfen der EU, sondern auch was die Bedeutung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, angeht. Die ist während der Corona-Krise ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil die Gefahr der Pandemie anfangs dramatisch unterschätzt wurde. Der schärfste Kritiker ist US-Präsident Donald Trump. Der droht jetzt mit dem Austritt der USA aus der WHO. Alexander Kofler berichtet. Der Hauptsitz der WHO in Genf. Die heutige Jahrestagung steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Überschattet wird sie von der vielen Kritik, die es in den vergangenen Wochen gehagelt hat. Darunter schwerwiegende Vorwürfe. Die WHO habe die Gefahr unterschätzt, selbst als das Virus in China längst Millionenstädte lahmgelegt hat. Zu spät sei der weltweite Notstand ausgerufen worden. Zu lange habe man sich auf falsche Informationen aus China verlassen, dass das Virus nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sei. Für US-Präsident Donald Trump ist damit klar, er wirft der WHO vor, sich von China vereinnahmen zu lassen. Experten sehen das differenzierter. Eine andere Erklärung ist natürlich, dass sozusagen auch da menschliche oder Organisationsfehler gemacht wurden, dass man unter Bedingungen begrenzter Informationen gehandelt hat und dass man sich auch als WHO gegenüber China, einem so mächtigen Staat im internationalen System, natürlich auch auf eine bestimmte diplomatische Art und Weise verhalten will, um sich den Zugang zu Informationen später nicht ganz zu verbauen. Diplomatie zählt aber bekanntlich nicht zu den Stärken des amtierenden US-Präsidenten. In einem offenen Brief stellt Trump heute erneut den Austritt der USA in den Raum. Die WHO verlöre damit ihren größten Geldgeber. Dabei zeigt sich genau hier ihre wahrscheinlich größte Schwäche. Der Großteil des WHO-Budgets, rund 80%, machen freiwillige Zahlungen aus, die noch dazu meist zweckgebunden sind. Es gibt finanzielle Abhängigkeiten, weil die WHO immer Bittsteller sein muss gegenüber Staaten, aber auch privaten Akteuren, ja, gegenüber der Gates-Stiftung zum Beispiel, aber auch gegenüber anderen, aber auch natürlich politisch. Die WHO ist abhängig von der Unterstützung mächtiger Mitgliedstaaten oder der Mitgliedstaaten insgesamt. Die WHO kündigt heute eine unabhängige Untersuchung ihrer Rolle beim Umgang mit der Pandemie an. Man wolle aus Fehlern lernen, heißt es. Allerdings müsse jetzt der Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus im Mittelpunkt stehen. Die meisten Mitgliedsländer sehen das ähnlich. Zuerst müsse die Krise bewältigt werden, dann sollen die einzelnen Maßnahmen überprüft werden. Und im Bundeskanzleramt hat das Pressefoyer soeben begonnen. Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel und ein Team aus Experten sowie Wirtschaftsministerin Margrethe Schramböck sind vor die Journalisten getreten und wir schalten gleich hinüber. In Österreich mit einem neuen Produkt im Rahmen des bekannten Corona-Hilfsfonds. Jetzt geht es um direkte Zuschüsse. Jetzt geht es nicht mehr um Garantien und Kredite alleine. Jetzt geht es um direkte Zuschüsse, von denen im Übrigen auch, so sie genehmigt werden, und da hoffen wir, dass das sehr oft und sehr viel der Fall sein wird, vorzeitig ausbezahlt werden kann, nämlich schon die Hälfte. Also ich steige mal unmittelbar mit diesen erfreulichen Punkten ein, um zu sagen, da ist meiner Meinung nach jetzt sehr, sehr viel gelungen, nämlich, dass dieses Unterstützungsinstrument, das jetzt im Detail vom Kollegen Blümel und Kollegen Schramböck vorgestellt wird, dass hier wirklich Zugang geschaffen wurde für ganz, ganz viele österreichische Unternehmungen, weil das ja öfter die Debatte ist. Wir haben vor allem die beiden angesprochenen Kollegen haben ja öfter schon darauf hingewiesen, dass es mit dem EU-Beihilfenrecht da oder dort gar nicht immer so einfach ist. Und es ist hier Außerordentliches gelungen, indem wir entsprechende Möglichkeiten genutzt haben, die dazu führen, dass nicht etwa 10, 20, 25% der österreichischen Kleinst- und Mittelbetriebe hier nicht Zugang hätten zu diesem Instrument. Jetzt haben sie Zugang. Die einzige Einschränkung, die bleibt, dass wir Unternehmen, die in einem Insolvenzverfahren sind oder eben insolvent sind, hier mit dieser Maßnahme nicht aus der Insolvenz rausholen können. Das ist ja nun richtig und logisch, weil das wäre wirklich extrem wettbewerbsverzerrend und beihilfenrechtlich problematisch. Aber jetzt haben wir trotzdem und umgekehrt für ganz, ganz viele diesen Zugang geschaffen. Und es handelt sich hier um nicht rückzahlbare Zuschüsse. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und zusammenfassend kann man eigentlich festhalten,
festhalten, dass auf diese Art und Weise unser Vorsatz, Blut im Wirtschaftskreislauf zu halten und immer wieder reinzubringen, genau bei denen ankommt, die es brauchen, nämlich jene, die aufgrund der Corona-Epidemie Umsatzeinbrüche in bestimmter Höhe haben, dann auch Kostenersätze bekommen, die eben bis zu 75% gehen sollen. Also Einbrüche durch die Corona-Krise, unmittelbare Hilfe, schnell ausbezahlt schon die Hälfte und zwar nicht rückzahlbar. Das sind hier die ganz, ganz groben Eckdaten. Näheres werden wir gleich hören. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass da jetzt ein Großes gelungen ist, was die Möglichkeiten betrifft, dass die Unternehmen das nutzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Herr Finanzminister, bitteschön. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir starten ab heute Nachmittag das wahrscheinlich größte Förderprogramm, das es in der Geschichte der Zweiten Republik jemals gegeben hat, nämlich die Beantragungsmöglichkeit für den Fixkostenzuschuss. Wir helfen damit allen Unternehmen, Unternehmen aller Größe, egal ob das das kleine Dorfgasthaus ist, der Tischler, der Installateur, das Modegeschäft, die Gärtnerei oder auch die größeren. Je nachdem, wie intensiv sie von der Corona-Krise durch Umsatzeinbußen auch betroffen sind. Wir rechnen damit, dass hier insgesamt mehrere Milliarden Euro in die österreichische Wirtschaft fließen. Und das soll dazu beitragen, dass diese Unternehmen auch einen besseren Start jetzt in die Wiederöffnungsphase haben werden. Der Staat gibt für bis zu 3 Monaten nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den Fixkosten dazu. Was sind die Fixkosten? Ist in der Richtlinie auch genau definiert. Vielleicht nur ein paar Details. Das sind Geschäftsraummieten, betriebliche Versicherungsprämien, Zinsaufwendungen, Finanzierungskostenanteil für Leasingraten etc. und auch verdorbene Ware, die in diesem Jahr über 50% an Wert verliert. Zum Beispiel die Gärtnerei, die das Ostergeschäft de facto ganz verloren hat, wo die Blumen kaputt sind. Das wird ebenfalls bis zu 75% ersetzt. Wir haben auch genau zugehört die letzten Tage und wir verbessern uns auch immer wieder durch die Rückmeldungen, die von den Betrieben kommen, von den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ursprünglich war ja geplant, dass dieser Fixkostenzuschuss mit der Abrechnung dieses Wirtschaftsjahres erst im nächsten Jahr passieren kann und nächstes Jahr das Geld fließen kann. Wir haben durch die Rückmeldungen erfahren, dass es jetzt Geld braucht und daher wird es auch jetzt Geld geben. Einerseits kann die Abrechnung insgesamt schon im August gesamt erfolgen. Andererseits gibt es aber auch einen Vorschuss auf die beantragte Summe. Und dieser Vorschuss kann, wenn heute beantragt wird, Ende Mai, Anfang Juni bereits fließen. Wie gesagt, ab heute Nachmittag kann über Finanz Online dieser Fixkostenzuschuss beantragt werden. Wir haben einige Adaptierungen im Vergleich zu den ursprünglichen Vorhaben angewendet. Ursprünglich war ja die Planung, dass zumindest ein Betrag von 2.000 Euro beantragt werden kann oder beansprucht werden kann. Das haben wir jetzt massiv reduziert. Ab 500 Euro kann hier schon beantragt werden. Und ein Vorschuss wird auch möglich sein, bis zu 50% der beantragten Gesamtsumme. Die europäische Ebene ist bereits angesprochen worden. Es gibt hier viele Details, die ausverhandelt worden sind. Das läuft zum Teil noch. Auch dieser Zuschuss muss ja notifiziert werden, wie das so schön heißt, von der europäischen Ebene. Er liegt seit 1,5 Wochen im Groben bei der Kommission. Es hat viele Stunden Telefon- und Videokonferenzen gegeben, wo Details besprochen worden sind. Danke auch an Margarete Schramböck, dass sie gestern mit der Kommissarin persönlich auch telefoniert hat. Wir haben heute ein gemeinsames Telefonat mit der Kommissarin Vestager, um eben die beihilfenrechtlichen Thematiken nochmals im Detail zu besprechen. Meine Forderung war ja durch diese gesamte Krise hindurch, dass man für diesen Zeitraum der Krise Teile des Beihilfenrechts aussetzen sollte, damit man eben rascher und unbürokratischer auch den österreichischen Unternehmen helfen kann in dieser schwierigen Situation. Insgesamt darf ich mich auch beim Vizekanzler bedanken für die gute Zusammenarbeit, dass wir das hier auf den Weg gebracht haben. Vielen Dank. Danke, Herr Finanzminister. Frau Wirtschaftsministerin, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute kommen wir in eine neue Phase und ich spreche aus Erfahrung, denn ich war 12 Jahre lang Geschäftsführerin und CEO von unterschiedlichsten Unternehmen und ich weiß, wie wichtig es ist, nicht nur
den Unternehmerlohn zu ersetzen, um den es im Härtefallfonds gegangen ist, sondern auch die tatsächlichen Kosten, jene Kosten, die im Unternehmen anfallen. Und das sind unterschiedliche Kosten. Wir kennen die gängigsten Kosten wie die Miete, die Telekom-Kosten und andere, aber es sind auch mit dabei Fixkosten wie zum Beispiel die Zinsen. Zinsaufwendungen für Kredite und Darlehen, die viele Unternehmen nicht gewollt haben, die aber diese Unternehmen jetzt brauchen in dieser besonderen Phase. Und auch diese Fixkosten wird man ansetzen können. Genauso wie Lizenzgebühren und für jene, die in der ersten Phase den Unternehmerlohn noch nicht beantragt haben, im Härtefallfonds, können Sie auch in dieser Phase einen angemessenen Unternehmerlohn entsprechend ansetzen. Die Kleinstunternehmen, die einen Fixkostenzuschuss unter 12.000 Euro beantragen, auch die können 500 Euro Steuerberaterkosten berücksichtigen. Und das mag jetzt klein erscheinen, aber ich habe mit ganz, ganz vielen Kleinstunternehmen in den vergangenen Tagen und Wochen gesprochen und da sind schon 500 Euro, da sind schon 1.000 Euro sehr, sehr viel und belasten das Unternehmen entsprechend. Wichtig ist auch, dass diese Zahlungen im Zusammenhang mit der Kurzarbeit, also Zahlungen im Zusammenhang mit der Kurzarbeit, sind nicht in Abzug zu bringen. Das heißt, es ist wichtig, dass beides gleichzeitig möglich ist. Gleichzeitig ist es uns aber schon wichtig, auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen Bedacht zu nehmen und dass die Unternehmen das entsprechend auch tun und ihnen das Möglichste tun, dass hier entsprechend die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Auch Dividendenzahlungen sind nicht gefragt in einer Zeit, das gilt für kleinere Unternehmen, aber ganz besonders natürlich auch für die großen Unternehmen. Diese Zuschüsse, die es geben wird, sind eben Zuschüsse, die nicht mehr zurückbezahlt werden müssen. Der Staat wird diese entsprechend auch abgelten. Wichtig ist auch, dass wir in vielen Gesprächen, und da sage ich auch dem Finanzminister danke und auch dem Vizekanzler und vielen Experten in vielen Gesprächen, wir diese Kriterien betrachtet haben. Und auch hier aus Praxissicht, aus meiner Vergangenheit, ist ganz klar, dass aus meiner Sicht viele dieser Kriterien nicht notwendig sind. Ein Beispiel, man kann im Moment bei Garantien bis 800.000 Euro gehen und ich weiß aus Erfahrung, dass hier 2 Millionen absolut angemessen wären und zu diesen Themen sprechen wir laufend mit der Europäischen Union. Ein ganz klares Thema ist das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten. Dieses UIS, diese Abkürzung, ist in vieler Munde und viele kennen es jetzt und viele haben es vorher nicht gekannt. Und so ist es auch wichtig, dass wir über dieses Kriterium sprechen. Und warum ist das so wichtig? Weil viele Kleinstunternehmer sonst keinen Zugang zu Förderungen und Unterstützung bekommen. Und im Moment können Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten befunden haben, nicht um Zuschüsse entsprechend auch ansuchen. Und deshalb haben wir diese neue Möglichkeit gefunden. Die Verordnung heißt ein bisschen kompliziert, De Minimis-Verordnung, die ermöglicht uns, diesen Fixkostenzuschuss auch zu geben für kleinere Beträge bis 200.000 Euro in Summe über 3 Jahre. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, den wir hier jetzt umgesetzt haben, dass eben auch die Kleinstbetriebe und das ist die Verkäuferin, das Geschäft nebenan, genauso wie der kleine Handwerksbetrieb, die stark betroffen sind, dass auch die ansuchen können und wir sie hier nicht, nur weil die Europäische Union das so will, wegschicken müssen. Ich habe dazu gestern Abend, der Herr Finanzminister hat schon erwähnt, 1,5 Stunden mit Margret Vestager persönlich gesprochen. Wir werden heute am frühen Nachmittag auch gemeinsam eine weitere Videokonferenz mit ihr haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir entsprechend hier vorankommen. Erfreulich ist, dass die Europäische Kommission mit heute die Bundesländerbeihilfen genehmigt hat. Das sind die Beihilfen der Länder Tirol, Steiermark, Oberösterreich, Kärnten und Wien. Und auch das ist wichtig, dass wir hier gemeinsam zusammenarbeiten. Wir müssen wieder auf den Weg der Planbarkeit und Sicherheit für die österreichischen Unternehmen zurückkehren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Bartosch, bitteschön. Ja. Sehr geehrte Frau Minister, vielen Dank für die Einladung.
Wie ich darf ja heute hier stellvertretend für fast 8000 österreichische Steuerberater hier sein, die in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr harte Wochen hatten, weil wir natürlich an all den Themen Kurzarbeit, jetzt Anträge um Kredite da massiv eingebunden waren und natürlich sehr viele Sorgen auch der Unternehmen gehört haben. Mit dem heutigen Fixkostenzuschuss ist aus unserer Sicht so irgendwo der Schlussstein einmal gesetzt in einer Reihe von Hilfsmaßnahmen, die ja begonnen haben am 16. März mit den Steuer- und Sozialversicherungsstundungen, dann weitergingen über die Möglichkeit, Kurzarbeit zu beantragen. Dort ist jetzt auch die Auszahlungsrate, wie man von den Kollegen hört, jetzt stark am Steigen und hoffe, das Thema auch bald positiv abgeschlossen, bis hin zu den garantierten Krediten, die jetzt auch schon in Genehmigungsverfahren sehr weit sind, beziehungsweise teilweise schon genehmigt sind. Das heißt, mit diesem Fixkostenzuschuss ist aus unserer Sicht jetzt auch gewährleistet, dass man jetzt nicht nur Liquidität geschaffen hat, wie durch die Garantien, sondern jetzt auch Aufwendungen, Fixkosten, die bei den Unternehmen angefallen sind, entsprechend abgedeckt werden und nämlich durch nicht rückzahlbare Zuschüsse abgedeckt werden, was dazu führt, dass es die Verluste in den Bilanzen der Unternehmen dadurch reduziert werden und auch die Eigenkapitalsituation nicht so schwer belastet wird durch diese Krise. Ja, wenn man sich die Verordnung jetzt durchliest, was sticht da besonders ins Auge? Das UIS, Unternehmen in Schwierigkeiten, diese Definition, ich muss gestehen, ich hatte sie mal irgendwo gehört, aber mit dem Erstschlag, wie die Europäische Union erstmals die Richtlinien rausgegeben hat, wie man den Unternehmen helfen kann, haben wir gleich hektisch begonnen, diese Verordnung zu suchen. Die ist natürlich ziemlich tricky, es ist auch irgendwo logisch, man versucht halt für alle Jurisdiktionen in der EU dort eine Regelung zu finden, die passt und wahrscheinlich 80-90% der Unternehmen trifft man so schon ganz gut, aber es fällt halt links und rechts dann der ein oder andere raus, weil insbesondere das Kriterium, das halbe eingezahlte Stammkapital oder Grundkapital nicht verloren zu haben, auch teilweise eine recht zufällige Geschichte ist. Also wenn ich ein Beispiel geben darf, wenn Sie selbst ein Unternehmen mit 10 Millionen ausstatten und 6 Millionen Verlust haben, wenn Sie ein Stammkapital von 35.000 gewählt haben und fast die anderen auf 10 Millionen, also 9,9 Millionen Euro Zuschuss gegeben haben und 6 Millionen Verlust gemacht haben, dann haben Sie bei der Variante das halbe Eigenkapital noch lange nicht verloren, weil Sie andere Zuschussteile dazurechnen dürfen. Hätten Sie aber dort 10 Millionen Stammkapital am Anfang eingezahlt und 6 Millionen Verlust haben, würden Sie durchfallen. Ja? Das heißt, dort sieht man halt, dass diese Regelung zwar schon im Grunde passt, aber in der Praxis extrem viele Schwierigkeiten macht, weil insbesondere kleine Unternehmen da noch mehr Themen damit hatten. Insbesondere deswegen ist auch die Minimis-Regelung, die jetzt kommen soll, dass man bis 200.000 Euro Zuschuss dieses Kriterium nicht hat, sondern nur ein nicht insolventes Unternehmen sein darf, aus unserer Sicht sehr, sehr zu begrüßen. Und gerade in einem Land wie Österreich, wo natürlich sehr viele kleinteilige Wirtschaftsbetriebe auch da sind, sicher ein ganz wichtiger Beitrag, dass diese Fixkostenzuschüsse auch tatsächlich ankommen. Ein Thema aus unserer Sicht, das sehr gelungen ist, ist das Antragsverfahren über Finanz Online. Wir haben ja gesehen, bei der Kurzarbeit mussten ja teilweise Schnittstellen etc. noch eingerichtet werden. Finanz Online ist eine Plattform, die jeder Steuerberater verwendet, wo man alle Steuererklärungen, Umsatzsteuervoranmeldungen etc. einreicht. Das heißt, aus unserer Sicht, die Masken sind ja fertig, ein sehr gelungener Weg, einerseits sicherzustellen, dass das Verfahren schnell durchläuft und dazu bekennen wir uns auch als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer natürlich, ist es ja auch vorgesehen, dass wir da sehr sorgsam umgehen und ab gewissen Betragsgrenzen auch entsprechende Bestätigungen abgeben, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind, weil jeder von uns ist natürlich einerseits im Beruf Steuerberater, aber auf der anderen Seite natürlich auch Staatsbürger und das kann uns ja auch nicht egal sein, was auf der anderen Seite passiert, weil letztendlich ein Budget trifft uns alle und Maßnahmen, die man allenfalls treffen muss. Das heißt, wir glauben auch damit, dass man hier sehr schnell auf den Weg kommt. Die Frage ist, wenn es heute ab 16 Uhr geht, soll man wirklich um 16 Uhr gleich losstarten und in die Maske was eintragen? Da würde ich ein bisschen warnen. Also die Richtlinie ist ja so gestaltet, dass man grundsätzlich in einem 6-Monats-Zeitraum, der am 16. März beginnt, sich dort 1 bis 3 Monate, die zusammenhängend sein müssen, raussuchen kann, in denen jedes Unternehmen den größten Umsatzausfall hatte und aus diesem Umsatzausfall sich dann ergibt, wie hoch der Prozentsatz ist, in dem Fixkosten abgedeckt wird. Das heißt, man sollte sich das, wenn es jetzt nicht ganz klar ist, schon ordentlich anschauen und ich würde jetzt nicht empfehlen, heute gleich, auch wenn es möglich ist, dort einzutragen, sondern sich das, wie gesagt, ordentlich anzusehen. Man muss auch sagen, bei größeren Unternehmen ist das auch nicht ganz einfach. Ja, also wenn man sich vorstellt, einen Umsatzausfall vom 16. März bis zum 15. April zu rechnen,
wenn man so tägliche Umsätze eines Handelsbetriebs in die Kasse bekommt, weiß man das natürlich sehr genau. Es gibt aber auch Fälle, wo laufend Leistungen erbracht werden. Das heißt, diese Abgrenzungen sind natürlich nicht ganz einfach, wird man hinbringen. Und dasselbe Teil gilt natürlich auch für Fixkosten, weil hier ja auch sehr sorgsam gearbeitet werden muss, dass für diese jeweilige Periode dort die Kosten bestimmt werden. So wie die Regelung jetzt da ist, glaube ich, hat man auf sehr viele Themen auch Bedacht genommen. Vielleicht die ein oder andere Zweifelsfrage wird es natürlich geben. Ich glaube, die FAQs sind mittlerweile schon länger als die Verordnung, aber das ist auch ganz natürlich, weil wir reden über Riesenbeträge, wir reden über verschiedenste Größen und verschiedenste Unternehmen. Wir werden uns da auch weiter einbringen. So ein paar Dinge vielleicht, über die man nachdenken könnte, das ist, was sich schon jetzt in den letzten Diskussionen zeigt. Derzeit wird auf den Umsatz des Unternehmens abgestellt. Da kann sich nicht sehr schnell der Fall geben, dass ein Unternehmen zwei verschiedene Geschäfte betreibt. Eines ist gar nicht betroffen, eines voll. Wenn die jetzt separate Unternehmen sind, dann wird der Teil, der den Umsatzrückgang hatte, kriegt dann Zuschuss. Wenn ich zufälligerweise in einem Unternehmen bin und das zusammenrechnen müsste, würde ich nichts oder weniger bekommen. Ja. Also wir werden auch da die ein oder anderen Vorschläge machen, immer auch vor dem Hintergrund, was uns interessiert, ist ja auch nicht irgendwen zu irgendwelchen Zuschüssen kommen zu lassen, sondern zu versuchen, dass das alles sachgerecht ist und denen hilft, die es brauchen. Was mich zusammenfassend quasi dazu führt, zu sagen, also wir glauben, ist ein wichtiger Schritt, der jetzt das ganze Maßnahmenpaket komplettiert, und wir sind als Berufsstand auch, stehen da auch voll dahinter und werden auch alles unternehmen und dafür tun, dass diese Fixkostenzuschüsse auch in der Art und Weise, wie sie konzipiert sind, korrekt und rasch auch dann letztendlich bei den Unternehmen dieses Landes ankommen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Fragenteil. Gibt es Fragen? Als erster gemeldet hat sich Puls 4, ist das, glaube ich, bitte. Herr Finanzminister, wie groß ist denn das Budget für den Fixkostenzuschuss und wie viele Unternehmen werden dann davon profitieren, glauben Sie? Insgesamt haben wir 15 Milliarden Euro für diesen großen Corona-Hilfsfonds zur Verfügung gestellt, der auch über die COFAG abgewickelt wird. Da geht es einerseits um die Garantien, die übernommen werden für Bankkredite bis zu 100%, andererseits aber auch um diesen Fixkostenzuschuss. Und wir rechnen damit, dass zigtausende Unternehmen hier beantragen werden und dass der Betrag, der am Ende des Tages fließen wird, einige Milliarden Euro hoch sein wird. Dankeschön. Dann Zeit im Bild, bitte schön, Frau Striebel. An den Herrn Blümel und an den Herrn Kogler, gibt es denn eine einheitliche Regierungslinie zu diesem Merkel-Macron-Vorschlag? Werden Sie da gemeinsam was ausarbeiten? Und an den Herrn Blümel als ÖVP-Wien-Chef, jetzt gibt es ja diesen Streit und heute haben wir von Mick Leitner von der Landeshauptfrau gehört, dass die Zusammenarbeit mit Wien ganz gut funktioniert. Was sagen denn Sie zu dieser ganzen Diskussion? Also vielleicht zur ersten Frage. Das ist ein Vorschlag, der gestern, glaube ich, alle überrascht hat in der Europäischen Union, auch die Kommission selbst. Wir arbeiten hier in einer gemeinsamen Position. Auch der Bundeskanzler ist jetzt gerade im Telefonat mit Ursula von der Leyen, um auch genau das zu besprechen. Zu Wien, glaube ich, einfach, wie ich schon gesagt habe bei der letzten Pressekonferenz, geht hier, dass wir gemeinsam daran arbeiten, die Ausbreitung des Virus weiterhin zu verhindern. Und da braucht es ein gemeinsames Vorgehen. Ich würde gern vielleicht da noch was ergänzen, was die Wien-Situation betrifft. Denn aus meiner Sicht, und da spreche ich als Wirtschaftsministerin, ist ein professionelles Containment absolut wichtig für die Wirtschaft. Und wir können uns einen zweiten Lockdown nicht leisten. Und das trifft natürlich auf alle Bundesländer zu, nämlich auch auf Wien ganz besonders. Und wenn ich mir das so anschaue, wie wenn es stimmt, dass hier Menschen gearbeitet haben, die angesteckt waren, dann sind nicht nur das Unternehmen, die Arbeitsplätze gefährdet, sondern nämlich auch die Umgebung, weitere Betriebe und eben das, was wir uns gemeinsam hart erarbeitet haben, nämlich dass wir Sicherheit haben und dass wir hier nicht einen zweiten Lockdown für die Wirtschaft haben. Also aus meiner Sicht hat dann da der Innenminister sicherlich seinen Finger auf die richtige Wunde gelegt. Und da stehe ich voll hinter ihm und zu ihm auch, denn das Thema Wirtschafts- und Arbeitsplätze zu gefährden in dem Zusammenhang sehe ich eigentlich nicht entsprechend ein. Ja, dann darf ich
dazu auch Stellung, nämlich dahingehend, dass hier viele dieser Bestimmungen auch vom Gesundheitsministerium kommen, von dort auch nachverfolgt werden müssen. Und wir haben Interesse daran, dass das in allen Bundesländern gut funktioniert, das Containment. Und ich gehe auch davon aus, dass Sie alle überall hier entsprechend bemühen und verhalten. Wir haben das in verschiedenen Konferenzen mit den Landeshauptleuten, mit den Gesundheitsreferentinnen immer wieder gehabt, dass wir in den verschiedenen Bundesländern anfänglich unterschiedliche Geschwindigkeiten gehabt haben in der Rückverfolgung. Das ist ja das Essentielle. Und wir davon ausgehen wollen, dass das in allen Bundesländern entsprechend nach den besten Möglichkeiten geschieht. Zu Ihrer eigentlichen und ersten Frage glaube ich, ja, wir sind hier in der Regierung erstens in Gesprächen, zweitens mit der Kommission zunächst in Kontakt. Das sind unsere Hauptansprechpartner. Und drittens orientieren wir uns auch an den Vorschlägen der Kommission. Schnell und unbürokratisch will die Regierung der Wirtschaft helfen. Ingrid, das ist jetzt schon öfter versprochen worden. Die Wirtschaftstreibenden waren nicht immer ganz so zufrieden. Wird das jetzt bei dem Fixkostenzuschuss anders sein? Das hoffen viele. Jedenfalls geht es darum, dass Kosten ersetzt werden, die anfallen, egal ob man Geschäft macht oder nicht. Und das ist natürlich für ganz viele Unternehmen, von der kleinen, sage ich jetzt mal, Trafik- oder Würstelstand bis hin zur großen Handelsfirma, betrifft das ganz viele. Und da geht es jetzt nicht zum Beispiel nur um Fixkosten, die anfallen, wie Miete, Strom, Gas und Zinsen, oder so wie die Wirtschaftsministerin gesagt hat. Es geht auch darum, dass viele Firmen ihre Waren gar nicht mehr verkaufen konnten, weil sie schlicht und einfach verdorben waren. All diese Dinge will der Staat jetzt ersetzen, rechnet mit mehreren Milliarden, die das kosten wird. Und ganz interessant war auch, was der Steuerberater gesagt hat, nämlich die Warnung, jetzt gleich ab 16 Uhr sich wieder an die Computer zu setzen und dort sehr kurz entschlossen diesen Antrag einzureichen. Man müsse sich, das meint er, schon ganz genau überlegen, denn man muss 3 zusammenhängende Monate beantragen. Und für viele Firmen kommen die großen Verluste vielleicht erst. Die kommen vielleicht erst im Mai, Juni, Juli oder im Juni, Juli, August. Das kann man so gar nicht ganz genau sagen. Jedenfalls verspricht der Finanzminister, dass es eine Anzahlung geben soll von bis zu 50% auf den Anspruch, den man geltend macht, und zwar schon Ende Mai, Anfang Juni. Das muss also wirklich schnell gehen. Er hat übrigens auch diesmal nicht vergessen zu erwähnen, dass all diese Beihilfen eben von der EU bewilligt werden müssen und dass diese Beihilfenform jetzt schon seit ein paar Tagen oder 14 Tagen bei der EU zur Bewilligung vorliegt. Also das vergisst er nie, darauf hinzuweisen, vielleicht auch um eine Begründung mitzuliefern, warum manches viel länger dauert, als sich das alle Betroffenen wünschen. Mehr oder weniger subtile Kritik an der EU von Finanzminister Gernot Blümel. Ingrid, dir vielen Dank für die Analyse und wir sehen uns demnächst wieder. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Um 19:18 Uhr meldet sich wieder meine Kollegin Christine Meyer-Bohusch in Österreich heute mit den wichtigsten Nachrichten des Landes. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden und sage bis bald in ORF 3.